großen Technikshow anlässlich der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Solingen. Wir starten jetzt gleich die große Wassershow. Kommen Sie ruhig alle ein bisschen näher ran. Also, Sie sind alle eingetroffen von der Aktionsfläche jetzt hierhin. Das hat ja wunderbar geklappt. Und wir haben jetzt eine Premiere. Wir werden jetzt versuchen, nein, versuchen ist zu viel gesagt, wir werden es schaffen. Wir werden eine immer größer werdende Wasserwand aufbauen. Und der Höhepunkt dieser Wasserwand, die beachtlich sein wird, wird sein, dass wir die Wasserwand in den Farben Gelb-Blau, also sprich den Solinger Farben, einfärben. Wow. Ja, wer applaudieren möchte, gerne für die Löscherin 1 und die Löscherinheit 3 der Freiwilligen Feuerwehr, die das einstudiert haben und uns jetzt diese Wasserschau vorführen. In der Zwischenzeit möchte ich nochmal einen Aufruf starten an alle Helfer, sofern die mich jetzt hier hören von dieser Stelle. Alle Helfer, bitte hier unten in dem Bereich der Wassershow, alle Helfer, lassen Sie die Stände nur noch minimal besetzt und kommen Sie hier runter. Wir werden gleich nach der Wassershow ein Abschlussfoto machen. So, ich höre, wir werden jetzt unmittelbar beginnen. Vorbereitungen sind alle gestartet. Wir werden anfangen mit dem kleinsten, mit dem Dero. Dieses Dero haben wir zum Beispiel an kleinen Löschgeräten. Die Kübelspritzen gibt es auch immer noch. Damit machen wir kleinere Feuer aus. Ein oder anderen Feuerwehr. Den einen oder anderen Mülleimerbrand können wir dort nicht löschen. Aber auch ist D-Rohr eine Größe, kleine Schläuche, die wir speziell zur Waldbrandbekämpfung nutzen. Dort müssen wir mit dem Wasser haushalten. Sie sehen schon, der Kollege, der da vorne am Strahlrohr steht, ein relativ dünner Schlauch, das ist die Größe D. Und wir beginnen jetzt mit dem D-Rohr. Das ist der Anfang der großen Wassershow. Das ist richtig so. Immer unterstützenden Applaus. Wir werden das steigern. Immer mit der Ruhe, wir steigern das. Wunderbar. Ich glaube, der Kollege wird jetzt nochmal gefeiert werden. Oder? Hat funktioniert. Ja, genau. Ich höre hier gerade im Hintergrund, diese Show ist noch steigerungsfähig. Wir nehmen das nächste Rohr vor. Das ist auch eine Demonstration der verschiedenen Strahlrohre bei der Feuerwehr Solingen. Wir haben hier ein Hohlstrahlrohr. Sie sehen, wir haben jetzt einen Wassernebel damit produziert. Wir haben mit verschiedenen Einstellungen jetzt eine große Wurfweite mit dem Vollstrahl. Aber wir sind auch in der Lage, da eine große Wasserwand zu machen, also quasi einen Sprühstrahl so einzustellen, dass wir nur noch einen Nebel haben und damit einen riesen Löscheffekt erzielen durch die große Oberfläche kühlen Wassers, die wir damit erzeugen. Als nächstes kommt ein B-Rohr. Das ist eine Größe
dahinter verbirgt sich dann so ein Druck, dass der Kollege, der eben noch beide das D und das C auch alleine festhalten konnte, jetzt nicht mehr alleine halten kann. Als Hilfsmittel hat er hinter dem B-Strahlrohr einen Stützkrümmer, der den Wasserdruck nach unten zur Erde ableitet und ihm dadurch das Halten des B-Rohres ermöglicht. Wir sehen hier schon die erste Einfärbung unseres Wasserstrahls. Blaues Löschwasser, ein Novum, das hat es noch nie gegeben auf der Welt. Blaues Löschwasser, die blaue Farbe aus den Stadtfarben Solingens. Blaues Löschwasser. Wie erzeugt man blaues Löschwasser? Da hat uns die Firma Haribo unterstützt und wir haben hier ein wirklich rein biologisch abbaubares Löschmittel, nämlich blaues Wasser, das ist Lebensmittelfarbe. Sie sehen, wir versprühen hier die Farbe, wo wir sonst Gummibärchen mit eingefärbt hätten. Das B-Rohr wird jetzt auf Sprühstrahl eingestellt. Der Wassernebel wird sicher den Bäumen gut tun, aber ich denke, dem Gefieder, was da drin ist, nicht so, aber vielleicht den Zuschauern, so den ganz kleinen Kühlnebel bei dieser Hitze, bei diesen Temperaturen, wo so eine ganz kleine Abkühlung, nur so ein Nebel. Aber nur, wenn das Wasser klar ist. Ja, so ist schön. Merken Sie das da drüben schon? Diesen kühlen Nebel, der zu Ihnen kommt. Licht in die Bäume. So, das war das B-Rohr mit Stützkrümmer, was wir Ihnen hier vorgeführt haben. Alles ist vorbereitet. So, ich glaube, jetzt wird der Wasserausstoß über die beiden installierten Wasserwerfer vorbereitet. Wenn Sie zuvor gesehen haben, dass wir mit den Strahlrohren über kürzere Distanzen effektiv direkt aufs Feuer zugehen können und das Feuer dort bekämpfen, wir können nah beim Feuer sein, wir können das unmittelbar sehen und unmittelbar bekämpfen, dann haben wir natürlich jetzt mit diesem Wasserwerfern, die wir jetzt einsetzen, die Möglichkeit, größere Distanzen zu überbrücken. Sie können sich vorstellen, große Hallenbrände, Tankbrände, solche Sachen können wir von großer Entfernung, aus sicherer Entfernung mit dem Wasserwerfern bekämpfen, die natürlich jetzt nicht so ihre volle Leistung zeigen. Wichtig ist, dass wir schon wieder blaues Löschwasser haben, die Farbe blau, aus den Solinger Stadtfarben, mit Lebensmittelfarbe erzeugt, wunderbar. Das ist wirklich unbedenklich, da muss der Erkundig, können Sie versichert sein,
Das sind keine Chemikalien. Das ist das, was Sie auch in den Gummibärchen, in den Weingummi etc. zu sich nehmen würden, eine etwas konzentriertere Form. Wir fanden, das war eine Herausforderung zum Abschluss. Blaues oder vielleicht bekommen wir es noch hin, auch gelbes Löschwasser zu erzeugen. Von meiner Position nicht zu erkennen, aber wie die Frontalstellen sehen jetzt eine große, wunderschöne Wasserwand, die wir erzeugen mit den beiden Wasserwerfern, dem Blau und den beiden Hydroschildern, die da drunter sind. Da wird jetzt versucht, eine richtige Wasserwand zu erzeugen mit diesem Hydroschild. Hier wird einfach Wasser gegen einen Aluminiumschild gedrückt und das erzeugt eine senkrechte aufsteigende Wand, die normalerweise dazu benutzt wird, die Wasserwand um Nebel, Dämpfe niederzuschlagen, Einsatzkräfte zu schützen. Wir hoffen hier, die Leute, die da frontal davor stehen, dass wir die linke Seite auch noch ein bisschen mehr in Gang bringen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das kein schmutziges Wasser, sondern das ist gelb. Ich bin sicher, dass wir das eine Hydroschild auch noch ein bisschen mehr in Gang kriegen. Das ist ja schließlich geprobt. Bei den Proben hat alles wunderbar funktioniert. Ich glaube, man kann gut erkennen, dass im unteren Bereich gelbes Wasser aus der Leitung kommt, oben blau. Von blau hat man ein bisschen mehr. Jetzt kann man es, glaube ich, gut sehen. Wunderbar. Ich bin den ganzen Tag nur rumgelaufen. Ich bin ziemlich geschwitzt. Ich glaube, ich hatte Sonnenbrand. Ich hatte große Lust, da durchzurennen. Halten Sie sich zurück, bitte nicht mein Beispiel folgen. Wunderschön. Wunderschön. Wir zeigen alles, was wir jetzt noch hier rausholen können. Ich höre die Zuschauer vor mir, die überrascht sind, die einen zufriedenen Eindruck machen. Ich höre Fachsimpelei des Kollegen hinter mir. Alle sind zufrieden. Ein schöner Abschluss, wie wir finden. Jetzt funktioniert's. Jetzt schnell fotografieren. So schön wird er nicht mehr. Schnell fotografieren. Gelbes und blaues Löschwasser. Wenn wir jetzt noch Stadtwappen in die Mitte hinkriegen würden. Wunderbar. Dafür, für diese Wassershow, was Außergewöhnliches, das machen wir ja normalerweise nicht, bedanken wir uns bei den Löschanhalten 1 und bei der Löschanhalt natürlich bei der Löschanhalt 3 am Mannenberg, die das ausprobiert haben vorher, die sich das ausgedacht haben, die das hier durchgeführt haben. Vielen Dank, ich finde ein wirklich sehenswerter, schöner Abschluss. Eine Wasserwand in sonnigen Farben. Ich glaube, geplant war, dass durch diese Wasserwand jetzt noch Fahrzeuge fahren sollen, um denen noch einen besonderen Eindruck zu vermitteln. Ich kann Ihnen als Insider verraten, wir werden warten, bis das Wasser weiß ist. Weil sonst die Fahrzeuge morgen ganz schön kleben würden. Sie können versichert sein, was da jetzt klebrig auf dem Boden ist. Wir werden das alles wegspielen. Morgen ist der Südpark so wie immer. So, wir wollen nochmal alles aktivieren. Das Wasser wird langsam weiß, die Lebensmittelfarbe wird ausgespült. Die Fahrzeuge stehen bereit, holen Sie Ihre Fotoapparate raus. Das TSF der Jugendfeuerwehr startet als erstes. Fotoapparate, Videokameras. Fotohandys.
wunderschöne Aufnahme. Ja, Sie dürfen uns pfeifen, schreien, applaudieren. Wunderbar. Das nächste Fahrzeug. Hallo, Frau Löschernheit. Eins, das Obix. Und das HLF. Der Berufsfeuerwehr, das Lehrgangs- oder das Reservekorps. Und das ist das Schulungsfahrzeug unseres Gründers. Hier haben wir drei verschiedene Fahrzeuggrößen. Durchspazieren ist gut gelungen. Ich fand, das war ein schöner Abschluss. Wir bedanken uns bei den Löschernheiten für den Aufmerksamkeit.